Morning, in the morning. Ich bin die verrückte Ente, wir sind zurück zu einem neuen Let's Play. Und zwar schon direkt, noch nicht mal einen Tag später. Ne, gestern Abend kam ein Let's Play. Wer das noch nicht gesehen hat, kann gerne mal zurückgehen und das von gestern schauen. Das war auch ganz interessant. Und heute direkt, ich glaube, keine 14 Stunden später, direkt noch eins. Aber gewöhnt euch nicht dran, das ist eine Ausnahme. Und zwar wegen dem Relaxing Derby. Jawohl, denn ein Kommentar von gestern hat mich dazu gebracht. Och Mann, bitte. Ich will doch bloß die Schiene haben. Ey, Wahnsinn. Eine Schiene wenigstens, komm. Eine. Ja, oh nein. Eine Schiene hätte ich wirklich gerne gehabt. Na gut, sollte nicht so sein. Also, die Britta hat geschrieben, dass sie das Relaxing Derby gar nicht mag und hat nach der Meinung der anderen Abonnenten gefragt. Und ich habe darunter auch was geschrieben, habe gesagt, auch eigentlich finde ich ganz cool. Und ich verstehe aber die Britta definitiv, weil Maximalgemeinschaften, also da, wo es eher ums Derby geht, ne, viele Gemeinschaften machen das, wir haben das früher auch ganz extrem gemacht, die wirklich nur maximal spielen, wo nur große Spieler drin sind, für die ist das Derby natürlich nichts. Also da kann ich das verstehen, dass sie es nicht so cool finden, aber ich finde dieses Derby richtig, richtig gut, weil es ist wie auf unsere Gemeinschaft zugeschnitten. Wir haben halt auch kleine Babyfarmen, hier unten Level 19, 32, 44, 54, aber wir haben halt auch 218, 175, 143. Also wir sind bunt gemischt und bei uns ist es halt wirklich so, wir sind übelst gechillt. Ne? Also bei uns ist es nicht schlimm, dann machst du vier Aufgaben, na gut, dann hast du halt nur vier gemacht, ne? Ist doch kein Beinbruch. Wir legen wirklich den Schwerpunkt auf einen netten Chat, auf nette Leute. Das ist uns mittlerweile, früher war das ja auch leider anders, da haben wir dann auch Leute sogar ja, rausgeworfen, die uns das Derby dann versaut haben oder so. Das würde ich heute nicht mehr machen. Das tut mir im Nachhinein auch echt leid, ne, weil ich habe auch teilweise dann Leute rausgeworfen, die eigentlich jeder mochte. Aber das Derby war uns damals wichtiger. Das ist eigentlich ganz schön, ja, eigentlich ganz schön bescheuert, dass ein Spiel wichtiger ist als die Leute dann auf einmal. Und deswegen sind wir sehr locker geworden. Und gerade für die kleinen Pupsis, nenne ich sie mal, die kleinen Spieler. Guck mal hier, 53 Möhren. Habe ich jetzt was anderes angebaut? Oh ja, ich habe was anderes angebaut. Also Möhren kann ich jetzt gerade gar nicht machen. Hätte ich aber eigentlich ganz gerne gemacht. Müssen wir mal gucken. Ja, das ist eine Weizenaufgabe, kann ich also auch nicht machen. Mist. Ich kann gerade keine Aufgaben machen. Das Eis habe ich vielleicht. Ein Eis liegt da. Ein Eis, wie viel Eis muss ich denn davon machen? Und habe ich denn zwei? Ach ja, komm, die nehmen wir. Ich habe hoffentlich danach noch. Ja, eins habe ich noch danach. Sehr gut, sehr gut. Das wäre aber knapp gewesen, ne? Aber überlegt mal, gerade für unsere kleinen Spieler ist das so ein herzhaftes Derby. Also ich finde das echt, echt toll. Wenn man jetzt hier guckt, da sind die Spieler. Wie viele Punkte hat wer? Na, jetzt im Moment hat noch keiner, also hat jeder null. Wenn ich jetzt natürlich das Eiswert habe, dann habe ich direkt schon. Wobei, bin ich auf 11? Wieso? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde das sehr, sehr cool. Man macht sozusagen das Rennen gegen seine Leute aus der Gemeinschaft. Ne? Also, das ist eigentlich cool. Und hier oben sieht man dann die Hufeisen. Also, ich finde es herrlich. Ich finde es herrlich. Könnte ruhig öfter sowas geben. Weil das würde alles wirklich ein bisschen auflockern.
Des Weiteren wäre es dann vielleicht gut, weil es halt auch Gemeinschaften gibt, die das überhaupt nicht gut finden, wenn man sich vielleicht extra anmelden müsste. Ich kenne das so von World of Tanks. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Das ist so ein Online-Shooter. Den habe ich auch schon mal gestreamt auf anderen Kanälen. Oh Mann, 20. 20. Oh, das tut so weh. Guck mal, das ist direkt wieder. 4 Stück kann ich machen. Nee, mehr kann ich nicht machen. Also muss ich erstmal wieder neu pflanzen. Wahnsinn, Wahnsinn. 20 davon. Naja, auf jeden Fall, da gibt es halt auch verschiedene Spielmodis. Und man kann dann, wenn man dann auf Gefecht drückt, dann wirst du einem zufälligen Modi und einem zufälligen Map zugewiesen. Und du kannst aber in der Voreinstellung schon sagen, das und das, das möchte ich aber gar nicht, weil diesen Modi mag ich halt gar nicht. Bitte da mich gar nicht erst zuweisen. Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt, wenn es das hier auch geben würde. Wenn man sagen könnte, ja, also wir als Gemeinschaft, einen Chill Derby wollen wir nicht. Wir wollen immer 100% immer gegen andere Spieler und immer maximal. Dann ja, dass man das quasi dann auslässt und stattdessen ein normales Derby hat. Ne? Das fände ich, glaube ich, ganz gut, wenn man das machen könnte. Ja, verkehrt wäre das nicht, oder? Könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu schreiben, wie ihr das Derby seht. Also ich finde es sehr entspannt und vor allem die kleinen Pupsis, die können alle mitspielen, ohne dass sie Angst haben müssen, irgendwie zu versagen, schuld sein zu müssen, dass man irgendwas nicht schafft oder so. Ne, dass man absteigt, wobei bei uns, ja, wenn wir absteigen, steigen wir ab. Das ist auch nicht schlimm. Ne, das ist wirklich, interessiert eigentlich nicht. So. Also bei uns ist auch egal, wenn mal einer in Urlaub, oh, Farmpass, in Urlaub ist oder so, ach ja, mein Gott, dann ist er weg. Ne? Alles halb so wild. So. Nur natürlich gar nicht mitmachen. Das ist dann, also sich anmelden und überhaupt nichts machen. Das ist dann natürlich wieder doof. Ne? Also man sollte schon gucken, dass man da Spaß dran hat und ein bisschen was macht. So. Ah, wir haben neue Aufgaben. Belade und entsende 5 Schiffe. Füttere 36 Ziegen. Jetzt ist die Frage, zählt das? Zählt das? Wenn, ich muss jetzt mal gucken, wenn die das einsammelt, so jetzt hat die eins eingesammelt und wahrscheinlich auch gefüttert. Ja, es zählt, aber ich muss natürlich den Käse, diesen Ziegenkäse, muss ich dann natürlich auch vernichten. Also, ich muss den benutzen. Oh nein, ey, wo kommt der überall rein? Habe ich einen Salat damit? Nein, oder? Doch, hier. Auf jeden Fall einen Salat. Boah, 35. Da ist es eigentlich, glaube ich, fast einfacher, wenn ich das mache. Oder? Ach nee. Die sind jetzt alle schon gefüttert. Ach, ich lasse die das machen. Die macht das schon gut. 5 Schiffe ist natürlich auch eine ganze Menge. Ist eine ganze Menge, 5 Schiffe. Jetzt muss man eben gucken. Dankeschön, Wonderline, für die Hilfe. Sweet Hollow braucht Hilfe. Gucken wir mal rein. In der Stadt. Ja, hier, Level 44, ne, ist das beste Beispiel. Auch sehr klein. Wenn wir jetzt maximal spielen würden, würden wir automatisch Leute quasi aussortieren, die nicht mitkommen könnten. Ne, und die wollen aber dann bei uns sein. Das heißt, die würden eine Spielmechanik könnten die gar nicht spielen, weil wir sonst verlieren würden und das wäre ja nicht cool. Und wisst ihr, was ich meine? Ja, und so ist es halt wirklich. So, guckt mal. Ich wollte es zwar im Video machen, aber wir können das schon mal zuteilen. Können die Elefanten hier oben? Hey! Ach Mann.
Also, die Elefanten tun wir hier oben hin. So. Die Giraffen kommen hier hin. Das werden so einzelne Gehege und ich habe ja nicht wirklich viele Tiere, deswegen ist das erstmal relativ klein. So, die kommen dahin und die kommen. Na komm, komm, komm. Die kommen hier hin. So, dann habe ich noch genug Platz nach hinten, wo noch mehr Tiere hin können. Vielleicht mache ich sogar den Abstand noch ein bisschen mehr. Muss ich mal gucken. Bei den Nilpferden wäre natürlich beim Wasser auch gut aufgehoben. Ja, muss man mal gucken. So, jetzt gucken wir eben mal hier rein. Die kann man alle wegschicken. Ich habe 33 Leute vorbereitet. Oh mein Gott. Das ist gut. 33 Leute vorbereitet. Perfekt eigentlich. So. Und zack, nach Hause. Das ist sehr gut, ne? Also ihr wisst ja, fürs Derby immer Leute vorbereiten und nicht abholen. Wie macht man das, dass man nicht abholt? Man klickt halt nicht aufs Haus, sondern hier und dann bei Wartet, ne? Die sind ja hier alle schon drauf und dann kommt man auch dahin und kann die anderen weiter bedienen. So funktioniert das. Um Hilfe bitten. So, zack, zack. Also die meisten brauchen auch echt nur Sachen, die man denen richtig gut geben kann, ne? Also die man auch hat. So, jetzt untätig, ne? Jetzt weisen wir die wieder alle zu. Bam, bam, bam. Ich muss mal wirklich so Anfänger-Tutorials machen. Stadt, Derby, Chill Derby, so auch mit Erklärung. Habe ich früher alles gemacht. Kam früher immer sehr gut an. Wurde sehr viel geklickt. Guck mal eher wieder, der Totenkopf. Ja, der ist echt, der spielt krass, ne? Also, ist immer am Start. Gestern auch. Also der ist wirklich ein krasser Spieler, muss man halt sagen. So. Und weiter geht's, weiter geht's. Ah! Moment. Also es ist natürlich nichts für Leute, die schon lange spielen und so. Aber es kommen ja auch immer Leute dazu. Und für die sind natürlich so Anfänger-Tutorials, so kurze Mini-Erklärvideos natürlich sehr gut, ne? Muss man sagen. So. Jetzt habe ich 42 Leute auch fertig. Die warten quasi nur darauf, dass ich eine Farmaufgabe annehme für Stadtbesucher. Die ich jetzt leider nicht habe. Ach komm, ey, 7 Minuten hier. Habe ich eine andere Aufgabe, die ich annehmen könnte? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja, Kerzen könnte ich machen, ne? Oder? Lass mal eben gucken. Ob ich Material habe. Ja, klar. Hier. Zack, zack, zack. Crazy Duck. Ja, komm. Dann machen wir jetzt das Eis hier fertig. So, erste Aufgabe fertig. Und damit bin ich auf Platz 1 mit 50 Punkten. Krass. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht. So, dann nehmen wir die Aufgabe. Mene Zwete. Du kannst halt, ich glaube, 5 Aufgaben pro Tag machen. Das sind 250 Punkte dann insgesamt. Und jeder kann diese Aufgaben machen. Also guckt mal, 77 Weizen kann jedes kleine Level kann das machen. Das ist ratzfatz fertig, ne? Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Wenn ich mein Feld frei gehabt hätte, hätte ich die 5-mal Weizen innerhalb kürzester Zeit hätte ich 5 Aufgaben gemacht. Das wäre wupp, 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 wäre das fertig gewesen, ne? Ja. Aber leider ist mein Feld. Okay, jetzt nicht mehr. Aber das ist halt hier 2 Stunden, also 3 Stunden, zweieinhalb, zweieinhalb. Das ist schon noch jetzt eine Zeit lang belegt. So, jetzt gucken wir mal,
Was kann ich denn dahin packen? 45 Minuten, ja, komm, packe ich das noch dahin. Auch wenn das gar nichts bringt, weil man braucht ja 20 davon für eine Sache oder 15 zumindest. Ne? Bei den meisten Sachen braucht man 15. Viel zu viel. Viel zu viel. Also das ist wirklich ein bisschen crazy. Ein bisschen crazy. So, einen Wagen noch wegschicken. Wir gehen nochmal ganz kurz in. Genau, hier gehen wir auch nochmal rein. Holen die Belohnungen ab. Und ich sag euch, ich kann jetzt schon wieder einmal drehen, auf jeden Fall kann ich. Oh, neun, sehr gut, sehr gut. Und nochmal drehen. Ja, schön, schön, schön. Oh, sechs. Mein Gott. Gucken wir eben hier rein. Was haben wir heute? Heute sind keine coolen Sachen. Werde ich wahrscheinlich nicht machen. Also weder angeln, noch das, noch das. Das, nee, gar keine Lust drauf. Die werde ich wahrscheinlich nicht machen. Tiere, wo seid ihr? Boah, morgens früh, ey, einfach so viele Tiere, ich schwör's euch. Also morgens, da laufen nur Tiere rum. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, wie viele Tiere unterwegs sind. So, und ich werde aber, bevor ich die abgebe, mir was kaufen müssen, weil ich muss das Tier holen und dann zu dem anderen Dingshof. Wisst ihr, wie ich meine? Guck mal, ich fahre jetzt dahin. Dann habe ich hier unten den nächsten Hof. Oh, der ist aber doch ganz schön weit weg. Sah eben nicht ganz so weit aus, aber gut. So, jetzt habe ich drei Tiere und bevor ich die abgebe, muss ich erstmal ein paar Punkte ausgeben. Aber am liebsten keine grünen. Ich habe von den anderen habe ich zu viel, von den Grünen habe ich zu wenig. Ja, Grünen habe ich. Ach Mensch, denn der Butter hier. Habe ich einfach zu wenig. Jetzt müssen wir mal gucken. Was können wir kaufen? Ich habe schon was gekauft. Ich könnte blau ausgeben. Für eine Axt? Nee. Nee, 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 nee. Ach komm. Oh Mann. Nee, wo man einzelne ausgeben muss. Das finde ich jetzt aber. Also nee. Och nee. Dreimal Wasser sind. Kostet ein Wasser fünf Diamanten, kann das sein? Ich könnte dreimal Wasser kaufen, ne? Ach, ey. Ich könnte auch sechsmal Wasser kaufen. Ich gehe mal kurz gucken. Kostet Wasser Diamanten? Ich meine ja. Ist das bei Wege? Ich glaube schon, ne? Wenn man jetzt welche hat, also wenn ich nicht alle hingestellt. Ja, ich wusste es, ich wusste es. Jetzt muss ich erst, das ist auch richtig doof gemacht. Jetzt muss ich erst die alle hinstellen, um zu gucken. Was die kosten. Das ist auch, also das ist wirklich schlecht gemacht. Das finde ich auch ein bisschen uncool. Besser wäre es wirklich, wenn, ja, wenn man immer den Preis auch daneben sehen würde. Das wäre zum Beispiel in dieser Situation jetzt richtig gut gewesen. Dann muss ich nicht erst 22 Dinger hinstellen. So. Acht Diamanten. Uff. Okay. Habe ich eigentlich irgendwo Wasser? Da habe ich Wasser benutzt, aber nicht viel. Da habe ich Wasser benutzt, aber auch nicht viel. Und da habe ich Wasser benutzt. Habe ich so wenig Wasser? Jetzt mal ernsthaft. Habe ich so wenig? Also das ist ja wirklich nicht viel, ne? Hier unten ist noch. Oder habe ich auch in der Stadt? Ich will es nur mal wissen, kurz. Da habe ich noch Wasser, okay. Da habe ich Wasser. Aber das ist auch nicht viel. Nee, also viel ist das wirklich nicht. Ja, dann nehme ich sechsmal Wasser. Dann habe ich die Punkte wieder weg. Und Wasser kann man immer gebrauchen zum Dekorieren.
So, einmal, zweimal. Und ich habe immer noch genug Punkte für den Bonus, den ich haben will. Das Glücksschaf. Glücksschaf! Ja. Dreimal fünf Sterne-Schübe. Ja. Aber nee, nee, ich will Glücksschaf. Das will ich haben. So. Dann fahren wir jetzt hier hin und wir kriegen. Ja, ist ganz gut aufgeteilt. Von jedem über 100. Ne? Aber grün ist immer weniger irgendwie, ne? So, ich muss ganz ehrlich sagen, also hier oben für eine Axt 450, dann nehme ich doch lieber dreimal Wasser. Also wirklich. Wer kauft denn eine Axt für 450 oder ein TNT? Das ist ja Müll, das ist ja Crap. Das kriegst du ja, wenn du Weizen farmst. Kriegst du aber jeder Runde fast eine Axt. Also, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das einer kauft. Bei aller Liebe nicht. Also, das glaube ich eher weniger. Wow, ich dachte, das wird ein ganz kurzes Let's Play, aber wir sind da jetzt. Hä? Ach, da sind noch welche dran. Okay. Wir sind da jetzt tatsächlich schon bei 22 Minuten angelandet. Ich denke, das ist ein schön langes Let's Play geworden. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dann, meine lieben Enten. Tschüss.